Willkommen zu diesem Klassenguide für den Todesritter. In diesem Video schauen wir uns die Damage Specs, also Frost und Unheilig, an. Dabei werde ich so ein bisschen auf die Skillung, auf die Rotation, auf die Werte und so weiter und so fort eingehen. Es gibt dazu auch noch einen Textguide, den habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn ihr hier was auf Anhieb nicht versteht, schaut da nochmal nach, vielleicht ist das ein bisschen detaillierter da aufgeschrieben. Andererseits, vielleicht kommt ihr auch gerade vom Textguide, dass man sich das nochmal so erklären lassen kann, ist vielleicht auch mal eine schöne Sache. Ich habe die Guides so ein bisschen aufeinander abgestimmt. Das heißt, wenn ihr euch den durchlest und dieses Video guckt, dann sollte das eigentlich ganz gut hinhauen mit dem DK-Spielen danach. Als allererstes möchte ich aber ein bisschen vergleichen, wie die beiden Specs zueinander stehen und welchen Spec wir am besten dann in welcher Situation benutzen. Zuerst ist ganz wichtig zu erwähnen, meiner Meinung nach, auch wenn ich euch jetzt sage, welcher Spec besser ist, welcher Spec schlechter ist, spielt den Spec, der euch am meisten Spaß macht. Probiert es vielleicht ein bisschen aus, geht mal eine Ini oder probiert es an der Puppe aus und dann seht ihr relativ schnell, okay, Unheilig macht mir mehr Spaß, Frost macht mir mehr Spaß, beziehungsweise bei Frost gibt es nochmal eine Unterteilung in zwei Einhänder und einen Zweihänder. Das ist nochmal ein Unterschied, gehen wir gleich noch drauf ein. Und da probiert ihr ein bisschen aus, was euch da am besten gefällt, denn es bringt nichts, den in Anführungszeichen besseren Spec zu spielen. Wenn er euch keinen Spaß macht, dann bringt das ja alles nichts. Deswegen, alles, was ich hier sage, ist insofern mit ein bisschen Vorsicht zu genießen, dass es halt auf dem Papier der bessere Spec ist, beziehungsweise der Spec in der einen Sparte vielleicht mehr Vorteile hat als der andere. Aber wie gesagt, das ist eigentlich auch nichts, wo man jetzt sagen müsste, der Spec muss es unbedingt sein, aber das werden wir gleich noch sehen. So kommen wir dann mal zum Eingemachten, in welcher Situation ist welcher Spec also jetzt besser als die anderen oder als der andere. Im Single Target ist es so, dass der Frost-DK mit zwei Einhandschwertern ein kleines bisschen über dem Unheilig-DK ist, obwohl sich da jetzt auch nicht so viel tut. Und der Zweihand-Frost-DK ist relativ weit hinten abgeschlagen. Der ist sowohl im Single-Target als auch im Multi-Target nicht so gut. Also wenn ihr Frost-DK spielen wollt, dann würde ich euch zu zwei Einhändern raten. Wie gesagt, verboten ist es jetzt nicht, den Zweihand-Frost-DK zu spielen, aber der macht zum Beispiel mal als Vergleich im Multitarget so im Schnitt 45.000 DPS weniger als die beiden anderen. Also im Single Target ist es jetzt nicht so groß, dieser Unterschied, aber gerade im Multitarget sieht man das schon extrem, dass der da relativ weit hinten abgeschlagen ist. Aber wie gesagt, müsst ihr halt selber mal gucken, wie euch das so gefällt. Ich persönlich spiele ganz gerne Frost-DK mit zwei Einhändern, von daher passt das schon. Wobei der Zwei-Einhand-Frost-DK generell relativ stark ist in diesem Patch. Aber wie gesagt, probiert's aus. Ich will euch jetzt nicht mit trockenen Zahlen langweilen. Nur, wie gesagt, dieses kleine Beispiel mit den 45.000 DPS, das ist relativ aussagekräftig, würde ich mal meinen. Kommen wir dann als nächstes zu den Talenten. Ich würde euch jetzt für jede Reihe eine kleine Empfehlung geben. Bei manchen Reihen kann man nicht genau sagen, welches, weil es ja eher Geschmackssache ist, aber wie gesagt, ich sage da noch was zu. Ich werde nicht auf jedes Talent einzeln eingehen, weil das wird hier zu viel Zeit kosten. Ihr könnt euch die ja theoretisch dann selber durchlesen. Die sind ja dann ziemlich selbsterklärend. In der ersten Reihe würde ich euch solche Entziehen empfehlen. Hat den Sinn, dass wir damit theoretisch alle 25 Sekunden Todesurne erhalten können. Machen wir so nicht, aber da gehen wir später noch drauf ein. Genauso erkläre ich euch ein bisschen, was Todesruhen sind und wofür man die eigentlich benutzt. Theoretisch könnte man auch solchen Bringer skillen, wenn man in der letzten Talentreihe auch noch was Bestimmtes skillt, aber da gehe ich dann in der letzten Talentreihe drauf ein. Ich mag es nicht so, ehrlich gesagt. Ich bin mehr so der Seuchenentzieher in diesem Feld, aber probiert ihr vielleicht mal aus. Guckt euch am besten erstmal den ganzen Talentbaum an, beziehungsweise meine Erklärung dazu, und dann könnt ihr ja selber mal ausprobieren, was ihr davon nehmt.
In der zweiten Reihe würde ich euch das antimagische Feld empfehlen. Das ist ganz praktisch, das hält zwar nur 3 Sekunden, aber in diesen 3 Sekunden werden 20% des Magieschadens dann von euch weggeleitet. Beziehungsweise nicht nur von euch, sondern von allen, die unter dieser Kuppel stehen. Das heißt, wenn man das taktisch einsetzt, kann man die Heiler ziemlich entlasten damit, wenn man weiß, wann die Magieschadensspitzen kommen. Ist natürlich unnötig, wenn ihr wisst, im nächsten Kampf ist so gut wie kein bis überhaupt kein Magieschaden. Dann könnt ihr gerne auch das Fegefeuer nehmen. Das kann euch nochmal so ein bisschen den Hintern retten. Diese beiden Optionen sind eigentlich so die sinnvollsten. In der dritten Reihe sind wir dann schon an dem Punkt, wo die ganze Sache einfach situationsbedingt ist. Die drei Fähigkeiten sind je nach Situation gleich gut oder gleich schlecht. Ich persönlich habe immer den unaufhaltsamen Tod drin, außer in Sonderfällen, wie gesagt, dann halt die Frostbeulen oder Ersticken. Je nachdem, ob jetzt mal vielleicht ein zusätzlicher Kick bzw. ein Silence benötigt wird oder ob ihr die Gegner verlangsamen müsst, weil die zu irgendeinem Punkt hinlaufen, wo ihr die möglichst nicht haben wollt und einfach ein bisschen mehr Zeit haben wollt, die zu töten. Da muss man dann je nach Boss entscheiden, aber prinzipiell kann man eigentlich den unaufhaltsamen Tod drin haben, da kann man ein bisschen schneller mit laufen, generell. Also ist jetzt nichts Verkehrtes, aber der Rest ist halt, wie gesagt, einfach so ein bisschen situations- und Bosskampf bedingt. Die nächste Reihe ist ein bisschen komplizierter in dem Sinne, dass wir je nach Spezialisierung so ein bisschen Unterschiede haben. Generell kann man sagen, man kann theoretisch für alle beide Specs die Runenverderbnis nehmen. Das ist was Passives, wo wir dann eine geringe Chance haben, die Runenregenerationsrate zu erhöhen. Ist nichts Schlechtes. Wenn ihr Frost-DK seid, dann ist es eigentlich praktischer, die Blutwandlung zu nehmen. Runenverderbnis geht auch, aber Blutwandlung finde ich auch praktischer, weil das ist nichts Passives, das ist etwas, was man benutzt, wo man Todesrunen herstellen kann. Was genau Todesrunen sind und so weiter, wie gesagt, kommen wir später drauf. Hier haben wir einfach die Kontrolle darüber, wann wir es einsetzen, wie oft wir es einsetzen. Das andere ist halt, ja, einfach so eine Random-Sache, wo wir uns nicht hundertprozentig drauf verlassen können. Und ich finde immer, wenn man die Möglichkeit hat, die Kontrolle über etwas zu übernehmen, anstatt es dann dem Zufall zu überlassen, dann sollte man lieber dann den schwierigen Weg wählen, wobei so schwierig ist es auch nicht, die Blutwandlung zu benutzen, aber ist natürlich wieder eine Taste mehr, die man damit reinquetschen muss. Wenn man gerade am Anfang steht, ist es vielleicht ein bisschen komplizierter. Wie gesagt, könnt ihr ja ein bisschen ausprobieren, wenn euch das zu kompliziert ist mit der Blutwandlung. Nutzt die Runenverderbnis, ich empfehle euch aber die Blutwandlung. In der Reihe hier würde ich euch den Todespakt empfehlen. Halt einfach den Sinn, dass ihr auf einen Schlag 50% eurer Maximalgesundheit wiederherstellen könnt. Den Heilern bringt es auch ein bisschen was. Da wird zwar im Nachhinein 25% der Heilung, die jetzt dann reinkommt, absorbiert, aber wenn es mal brenzlig wird, gerade als CD, auch wenn man Platte trägt, hat man ja auch nicht so viel Leben wie ein Tank, ist es schon ganz praktisch, einfach mal so einen kleinen Oh-Shit-Button zu haben, wo man sich dann erstmal 50% Gesundheit wiedergeben kann. Jetzt haben wir wieder so eine situationsbedingte Reihe. Die sind alle relativ gut. Ich persönlich schwank immer so ein bisschen zwischen Blutschattensgriff und unbarmherziger Winter, aber auch der entweihte Boden hat hier und da vielleicht eine Anwendungsmöglichkeit. Ganz praktisch ist, wenn ihr mehrere DKs habt in der Gruppe, dass ihr euch vielleicht ein bisschen absprecht, zum Beispiel ihr selbst skillt Blutschattensgriff, damit könnt ihr dann die Gegner zu einem von euch anvisierten Ziel hinziehen, das heißt auf einen Punkt ziehen und der andere schmeißt dann schnell den unbarmherzigen Winter an, wenn er natürlich da steht. Praktischerweise könnte man es so machen, dass man die dann direkt zu dem anderen DK hinzieht und dann friert ihr die da ein. Kann von Vorteil sein, müsst ihr halt gucken, ist auch wieder so eine Sache, wenn ihr einen Kampf habt, wo ihr vielleicht
dann die Gegner verlangsamen müsst, dann ist der unbarmherzige Winter ganz gut. Ich habe meistens Blutenschattens Griff drin, weil man dann den Tank auch so ein bisschen helfen kann. Wenn da Ads rumlaufen, die einfach vielleicht den Tank anvisieren oder direkt den Boss und die dann dahin ziehen, dann kann der so ein bisschen siedendes Blut spammen und kann dann da besser die Aggro ziehen. Aber wie gesagt, ist situationsbedingt, muss man dann gucken, welchen Boss man dann vor sich hat. Hier sind wir schon in der letzten Talentreihe und hier kommt es zu dieser kleinen Fallunterscheidung, wie ich am Anfang schon erwähnt hatte. Wenn ihr in der ersten Talentreihe solche Entziehen genommen habt, dann nehmt ihr Entweihen in dieser Reihe hier. Wenn ihr den Seuchenbringer genommen habt, nehmt ihr die nekrotische Seuche. Die bauen nämlich so ein bisschen aufeinander auf, beziehungsweise unterstützen sich gegenseitig. Das heißt, wenn ihr eins von beiden nehmt, nehmt direkt beide, weil eins von beiden bringt jetzt nicht so viel. Wenn, dann nehmt nekrotische Seuche und Seuchenbringer auf einmal. Ich finde es jetzt nicht so praktisch, weil ich finde, die Krankheiten kann man auch mit siedendem Blut ganz gut verteilen und kann dafür dann nochmal in Wein reinschmeißen, was dann nochmal ein bisschen zusätzlich Schaden macht. Ist Geschmackssache, probiert es am besten einfach mal aus. Da muss jeder so seinen eigenen Spielstil, sag ich mal, entwickeln. Wenn ihr hohen Burstschaden machen wollt, nehmt Syndragosas Hauch. Mag ich nicht so, wenn ich ehrlich bin, aber ist alles Geschmackssache. Wie gesagt, probiert es ein bisschen aus. Da tut mir auch ein bisschen leid, da ich bei jedem zweiten Talent sagen muss, das ist Geschmackssache, aber der DK ist echt so ein bisschen davon abhängig, wie einem die eine oder andere Fähigkeit gefällt und wie man da gerne spielt. Ist aber auch ganz cool, weil es die Sache dann auch ein bisschen individueller macht, finde ich, und nicht jeder DK gleich spielt. Als nächstes möchte ich ein bisschen auf die Glyphen eingehen. Auch hier wieder relativ situationsbedingt. Ich kann euch aber ein paar sagen, die ich als sehr nützlich empfinde. Ansonsten, ja, guckt euch vielleicht mal die Glyphen durch und dann seht ihr ja vielleicht schon selber, die sind ja relativ selbstbeschreibend, was man da noch in bestimmten Situationen dann nehmen kann. Kommen wir zuerst mal zu den erheblichen Glyphen. Da haben wir was ganz Praktisches, die regenerative Magie. Das heißt, wenn ihr Kämpfe mit hohem Magieschaden habt, dann solltet ihr die auf jeden Fall dabei haben. Ich glaube, ich habe die sowieso meistens drin. Ich wechsle die in sehr seltenen Fällen mal. Also die kann man eigentlich immer gut dabei haben. Verbündeten erwecken haben wir auch noch. Ja, weil man meistens halt einen Gegner wiederbeleben muss, es sei denn, ihr verteilt das irgendwie anders im Raid, dass ihr sagt, nur der und der retzt aus irgendwelchen Gründen, vielleicht der Hexer oder, ne, dann braucht ihr die nicht unbedingt, aber ansonsten ist sie immer ganz praktisch, dass man da mal wieder Mitspieler wiederbeleben kann. Dann haben wir die Ermächtigung, ist, um die Heiler zu entlasten, ist gerade, wenn man Bosse zum ersten Mal so mit der Raid-Gruppe angeht oder so, aber auch hinterher ganz praktisch, weil ihr durch Runenwaffe verstärken einfach euch um 30% euer Maximalgesundheit dann heilt. Das heißt, ihr könnt die Heiler ein bisschen entlasten. Das ist ja immer ganz praktisch. Und zu guter Letzt bei den Erheblichen haben wir noch das siedende Blut. Die ist aber nur für unheilig DKs zu empfehlen und auch nur in Multitarget-Kämpfen, weil die erhöht einfach nur den Radius von siedendem Blut um 5 Meter. Die ist ganz praktisch, wenn man halt Multi-Target-Kämpfe hat, um seine Krankheiten zu verteilen. Aber wie gesagt, nur für unheilig und nur eben in Multi-Target-Kämpfen. Ansonsten ist die nicht so gut. Ich wollte sie trotzdem mal erwähnen, weil, ja, ist ganz praktisch, wie gesagt, manchmal. Geringglyphen gibt es zwei, meiner Meinung nach, Pflichtglyphen, die man als DD-DK haben sollte, nämlich Armee der Toten, dass die Ghule nicht mehr spotten, und die Glyphe Ruhiger Griff, dass der Todesgriff nicht mehr spottet. Denn es gibt nichts Nervigeres als Tank, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Wenn irgendwelche Ghule die ganze Zeit das Ziel spotten, das sich wie bescheuert im Kreis dreht, oder wenn irgendein anderer DD-DK dann mal ja irgendeinen Gegner ranziehen soll, aus welchen Gründen auch immer, kann immer mal vorkommen, aber dann Aggro hat, dann muss man da als Tank immer hinterherrennen und dann hinterher spotten. Das heißt, die beiden würde ich auf jeden Fall drin haben. Ansonsten kann man da ruhig gerne mal gucken, was man sonst noch reinhaut. Das ist relativ flexibel alles. Nachdem wir uns jetzt die Skillungen, die Glyphen und den Spec an sich angeschaut haben,
wollen wir einmal drauf eingehen, was wir denn beim Gear beachten müssen, was wir bei den Sockeln und bei den Verzauberungen beachten müssen zum Beispiel. Kurzum, welche Werte benötigen wir? Ich gehe jetzt auf jeden Spec einzeln ein, beziehungsweise auf die einzelnen Spielstile, weil da gibt's auch nochmal Unterschiede. Ich fange einmal an mit dem Unheilig-DK, und zwar mit Seuche entziehen und entweihen. Da haben wir einmal Stärke, das ist zwar ein Mindstat, aber ich nenne trotzdem ganz gerne, weil wenn man überhaupt keine Ahnung von der Klasse hat, dann ist es vielleicht auch ganz praktisch, welchen Haupt-Mindstat man beachten sollte. Danach geht's dann weiter mit Mehrfachschlag, Crit, Vielseitigkeit, Meisterschaft und Tempo. Ich werde jetzt nicht immer genau darauf eingehen, warum das so ist, beziehungsweise euch irgendwelche Zahlen dann da vorrechnen, warum dies oder jenes besser ist. Da müsst ihr mir so ein bisschen glauben, aber ich finde es sowieso immer relativ uninteressant zu wissen, ja, wie viele Zahlen genau dies oder das besser ist als andere. Von daher ist das schon mal ganz in Ordnung. Machen wir weiter mit dem zweiten Spielziel des Unheilig-DKs, nämlich Nekrotische Seuche und Seuchenbringer. Haben wir wieder Stärke, Mehrfachschlag, so weit ist es halt wie beim ersten Spielziel, und dann geht's halt los mit den Veränderungen. Wir haben Meisterschaft, Vielseitigkeit, Crit und wieder Tempo zum Schluss. Ihr seht also, guckt, probiert's vielleicht ein bisschen vorher aus, welchen ja DK ihr da spielen wollt, und dann müsst ihr halt euer ganzes Gear, eure Verzauberung und so weiter und so fort so ein bisschen anpassen, je nachdem wie ihr spielt, deswegen ist das noch ziemlich wichtig. Machen wir weiter mit dem Frost-DK, fangen wir mit dem Zweihand-Frost-DK an, auch wieder Stärke als erstes, klar. Dann kommt Tempo, Mehrfachschlag, Vielseitigkeit, Meisterschaft und zum Schluss Crit. Ihr seht also, das dreht sich hier je nachdem, welchen Spielstil und welchen Spec man da spielt, schon ein bisschen rum, deswegen ja, ist insofern dieses ganze situationsbedingte Wechseln immer so eine Sache. Da muss man sich vielleicht auch Zweitgear für anschaffen und so. Ich würde euch raten, für den Anfang erstmal auf einen Spec zu gehen, dann kann man hinterher nochmal gucken, ob man da nicht jetzt für jeden Boss dann vielleicht mal wechselt, aber wie gesagt, wir brauchen für jeden Spielziel einen anderen, eine andere Wertepriorität. Das macht jetzt den, ihr werdet jetzt nicht total absacken, wenn ihr die Werte vielleicht nicht ändert, weil es hier und da nur so einen kleinen Dreher drin hat manchmal, aber wer alles rausholen will, sage ich immer, der sollte darauf halt auch achten. Als erstes haben wir den Zwei-Einhand-Frost-DK. Und da haben wir dann Stärke, Meisterschaft, Mehrfachschlag, Tempo und Vielseitigkeit so auf einer Stufe und ganz zum Schluss Crit. Wie gesagt, überlegt euch vorher, was ihr spielen wollt, und passt dann euer Gear, eure Verzauberung und so weiter dann so ein bisschen an. Und dann sollte das eigentlich ganz gut hinhauen. Kommen wir dann zur Rotation, beziehungsweise Rotation finde ich immer ist ein schwieriges Wort, weil das immer so einen Gesamtzyklus vorgibt. Wir haben mehr oder weniger Prioritätenlisten, wo wir dann je nach Situation entscheiden, welche Fähigkeit wir benutzen und welche dann höher geordnet ist, beziehungsweise anderen vorgeordnet ist. Bevor wir allerdings anfangen mit der Rotation oder Prioritätenliste an sich, möchte ich kurz das Runensystem erklären. Denn wenn man den DK noch nie gespielt hat, dann sollte man das schon wissen. Es gibt drei bzw. vier verschiedene Runenarten. Die drei Hauptrunenarten, nenne ich es mal einfach mal, sind Unheilig, Blut und Frost. Und die brauchen wir für verschiedene Fähigkeiten. Wir haben jeweils zwei Runen pro Runenart, also insgesamt sechs Runen. Und es gibt verschiedene Fähigkeiten, die brauchen dann mal eine Blutrune oder eine Frostrune oder auch von zwei verschiedenen Runenarten mal welche. Manche brauchen auch noch Runenmacht, was dann unsere andere Ressource noch ist. Wir können Runenmacht generieren und ausgeben, müssen gucken, dass wir da nie auf Null sind und auch möglichst nicht über das Maximal kommen, weil dann verschwenden wir einfach Runenmacht. Wir sollten also möglichst gucken, dass wir dann auch noch Runenmacht verbrauchen. Da kommen wir gleich noch zu bei den Rotationen an sich.
Die vierte Runenart sind die Todesrunen und das sind Universalrunen. Die können wir also für alles benutzen. Wir können aus abgelaufenen normalen Runen oder Grundrunen, nenne ich sie einfach mal, also Blut, Frost, Unheilig, können wir, wenn wir die verbraucht haben, also Todesrunen machen und diese Todesrunen können wir komplett für alles einsetzen. Egal, ob da jetzt eine Blutrune, eine Unheiligrune, eine Frostrune oder mehrere benötigt werden, die können wir für alles benutzen. Wir können zum Beispiel auch, wenn eine Frost- und eine Unheiligrune benutzt werden muss und wir haben nur noch eine Frost, aber dafür eine Todesrune, dann geht das auch. Das funktioniert alles automatisch, sofern wir die haben. Wie man genau aus den normalen Runen Todesrunen macht, das habe ich auf der Webseite nochmal beschrieben. So genau möchte ich hier nicht eingehen aus Zeitgründen, weil ja unter Umständen wissen das Leute schon und dann wäre das hier eine relativ lange Passage, die halt unnötig ist für den Großteil der Leute. Falls ihr nicht wisst, wie es geht, ich habe es nochmal aufgeschrieben, wie gesagt, guckt dann einfach mal in den Textguide und übt ein bisschen rum und dann klappt das nach einer Zeit. Das kriegt man dann so ein, mit der Zeit einfach rein. Dann macht man es ganz automatisch. Fangen wir dann einmal mit den Rotationen an sich an. Ich werde hier mit dem 2-Einhand-Frostdecker beginnen. Und zwar gibt es für den Pull eine bestimmte Rotation schon. Für den Rest des Kampfes dann halt nicht. Also kurz vorm Pull, also wenn der Pull-Timer bei ca. 7 Sekunden ist, ziehen wir die Armee der Toten. Wichtig ist, dass wir weit genug weg vom Boss stehen, sonst pullen wir mit den Ghoulen den Boss und das ist immer so ein bisschen blöde. Dann kurz vorm Pull, also wenn die Armee durchgelaufen ist, ziehen wir den Trank der Stärke, den dränischen Trank der Stärke, damit wir da noch diesen Pre-Pot haben, damit wir im Kampf selber nochmal diesen Pot benutzen können. Wenn der Boss dann gepult worden ist, legen wir das Entweihen drunter, während wir zum Boss hinlaufen. Dann benutzen wir die Säule des Frosts. Danach dreimal die heulende Böe. Falls wir einen Proc von Tötungsmaschine haben, dann benutzen wir statt der heulenden Böe den Froststoß. Und danach einmal den Seuchenstoß. Das ist so das Erste, was wir im Kampf machen. Falls ich das zu schnell geht, wenn ich das hier erkläre, dann wie gesagt, schaut einmal in den Textguide, da ist das alles aufgeschrieben. Da könnt ihr das dann, falls ihr es üben wollt, nochmal nebenbei aufmachen und dann immer wieder durchlesen. Im restlichen Kampf gehen wir dann folgendermaßen vor. Wir schauen, dass wir, wenn wir CDs haben, die keinen Global Cooldown haben, wie zum Beispiel die Säule des Frosts, dass wir die immer wieder einsetzen, wenn die bereit sind. Genau das gleiche machen wir mit Entweihen, beispielsweise wenn Entweihen dann immer bereit ist, dann benutzen wir es auch, weil ohne Global Cooldown haben wir dann nicht den Nachteil, eben dass wir eine Sekunde warten müssen und können den Schaden mitnehmen. Ansonsten schauen wir immer, dass Krankheiten auf unserem Ziel aktiv sind. Die Krankheiten können wir mit Ausbruch setzen oder wenn Ausbruch mal aus irgendwelchen Gründen gerade nicht zur Verfügung steht, dann benutzen wir Froststoß und Seuchenstoß, um die manuell zu benutzen. Wir können das Ganze mit siedendem Blut auf die ganzen anderen Gegner verteilen und auch erneuern. Das heißt, wir sollten immer kurz bevor die auslaufen, die auch wieder erneuern. Außer wir brauchen Todesruhen, dann können wir die solche entziehen und danach nochmal neu setzen, dann haben wir noch die Todesruhen mitgenommen. Wir machen es dann so, dass wir, wenn wir zwei Frost- oder Todesruhen haben, dass wir die heulende Böe benutzen. Blutwandlung benutzen wir immer dann, wenn wir wichtige Fähigkeiten benutzen möchten, wie zum Beispiel den Seelenerdner, aber ja, keine Ressourcen dafür zur Verfügung haben. Das heißt, die Blutwandlung benutzen wir dann. Wir sollten aber auch gucken, dass die Blutwandlung, dass wir die so benutzen, dass die nicht aufs Maximal ja kommt. Das heißt, sonst verschwenden wir wieder Ressourcen. Das heißt, ruhig einmal mehr benutzen, bevor die beim, ich glaube, 12 sind, ankommt, damit wir das nicht verschwenden. Denn die Runen können wir eigentlich immer gebrauchen, die Todesrunen. Wenn wir 80 oder mehr Runenmacht haben, müssen wir die abbauen, damit wir, wie gesagt, nicht ans Maximal kommen, was wir ja nicht wollen. Dazu benutzen wir dann den Froststoß, um die dann nach und nach zu verbrauchen. Genauso benutzen wir Froststoß, wenn wir eine Tötungsmaschine-Proc haben.
Und wenn wir einen Raureifbrock haben, benutzen wir die heulende Böe. Wenn unser Ziel dann unter 45% seiner Lebenspunkte ist, benutzen wir den Seelenernter auf CD, einfach um den Schaden dann mitzunehmen. Und dann sollte das eigentlich passen. Immer wenn wir in so eine Art Leerlauf kommen, benutzen wir Runenwaffe verstärken. Das sollte eigentlich mal hinhauen und allzu oft sollte man nicht dann aus der Rotation rausfallen bzw. Nichts zu tun haben. Wir spielen generell immer in der Frostpräsenz wenn wir mehrere Gegner haben, brauchen wir eigentlich gar nicht so viel ändern beim 2-Einhand-Frost-Dicker, weil wir durch die ganze heulende Böe sowieso schon sehr viel Schaden machen. Wenn dann noch ein paar Gegner zukommen, benutzen wir eigentlich zusätzlich noch siedendes Blut, wenn wir es nicht sowieso schon die ganze Zeit zum Erneuern benutzen, um dann die Krankheiten zu verteilen, und mehr brauchen wir eigentlich nicht zu machen. Deswegen finde ich den Einhand-Frost-Dicker eigentlich so mit am besten, weil man da sich nicht wirklich viel umstellen muss, egal ob man Single-Target oder Multi-Target hat, der ist eigentlich so ein kleiner Allrounder. Kommen wir dann als nächstes zum Unheilig-Todesritter. Bei dem benutzen wir die unheilige Präsenz beim Kampf und auch hier wieder die Pull-Rotation am Anfang. Da haben wir einmal wieder die Armee, so wieder 7 Sekunden vorm Pull-Timer Ende, dann wieder den drenischen Trank der Stärke kurz vorm Pull und dann auf dem Weg zum Boss hin beschwören wir den Gargoyle, werfen dann das Entweihen, wenn der Boss gepult worden ist, benutzen den Ausbruch, um die Krankheiten draufzusetzen und dann den schwerenden Stoß. Auch hier gilt wieder, alle Fähigkeiten ohne Global Cooldown benutzen wir auf CD. Genauso benutzen wir Gargoyle, Beschwören, Entweihen und Dunkle Transformation auf CD, weil die sind relativ wichtig. Die können wir ruhig dann jedes Mal raushauen. Auch beim Unheilig DK natürlich die Krankheiten aufrechterhalten. Immer schön mit Ausbruch drauf machen und damit siedendem Blut erneuern. Beziehungsweise wenn wir Todesruhen brauchen, auch hier wieder die Seuche entziehen, kurz bevor die auslaufen. Um die Runenmacht beim Unheilig-Todesritter abzubauen, benutzen wir den Todesmantel. Das heißt, ab 90 Runenmacht benutzen wir den so lange, bis wir ungefähr bei 10 dann sind, damit wir einfach diesen Überschuss am Ende nicht haben. Wenn wir 2 Unheilig-Runen haben, benutzen wir den Geißelstoß. Bei 2 Frost- oder Blutrunen den schwerenden Stoß. Der ist ganz praktisch, weil der verlängert gleichzeitig auch die Dauer unserer Krankheiten. Das heißt, wir brauchen das siedende Blut nicht unbedingt benutzen, um die zu erneuern. Wenn der Boss 45 oder weniger Prozent seiner Lebensenergie hat, benutzen wir auch hier den Seelenernter auf Cooldown. Das kennen wir ja schon vom Einhand-Frost-DK. In Multitarget-Kämpfen müssen wir ein bisschen was verändern. Das ist also nicht ganz so angenehm wie beim Einhand-Frost-DK. Wir benutzen hier das siedende Blut anstelle vom Geißelstoß. Hat einfach den Sinn, dass wir so ein bisschen Schaden auf die Gegner um uns herum machen und natürlich unsere Krankheiten damit auf alle umliegenden Gegner verteilen, die dann auch nochmal ticken und auch nochmal zusätzlich Schaden machen. Den Froststoß nutzen wir dann bei Multitarget-Kämpfen ab 80 Runenmacht, damit wir die dann verbrauchen. Und dann sollte das eigentlich ganz gut hinhauen. Die dritte und letzte Rotation, die ich erklären möchte, ist die vom Zweihand-Frost-DK. Und hier benutzen wir die Frostpräsenz während des Kampfes, außer in einer kleinen Ausnahme, wenn wir nämlich das Schmuckstück des Todes Ernte haben und die T18-Teile anhaben. Dann verwenden wir nämlich die unheilige Präsenz, ansonsten wie gesagt die Frostpräsenz. Beim Pull sieht es folgendermaßen aus, wir benutzen wieder 7 Sekunden vorm Pull die Armee, benutzen dann kurz vorm Pull den drenischen Trank der Stärke und legen, sobald der Boss gepult worden ist, das Entweihen. Danach kommt die Säule des Frosts und der Ausbruch. Falls wir den Tötungsmaschine-Proc haben, benutzen wir anstelle von Ausbruch Auslöschen. Auch hier gilt, ihr kennt das Spielchen mittlerweile, Fähigkeiten ohne Global Cooldown werden auf CD gehalten, genauso Entweihen, damit wir den Schaden so ein bisschen mitnehmen. Das mit den Krankheiten solltet ihr mittlerweile auch wissen, dass wir dann einfach die mit Ausbruch immer wieder neu machen oder einzeln setzen, je nachdem. Und je nachdem, ob wir Todesruhen brauchen oder nicht, dann solche entziehen und neu setzen.
Ansonsten, die Blutwandlung benutzen wir wieder, wenn wir wichtige Fähigkeiten benutzen müssen, aber nicht können, weil wir zu wenig Runen zur Verfügung haben. Ansonsten nutzen wir Auslöschen, wenn wir einen Proc von Tötungsmaschine haben. Und den Froststoß benutzen wir ab 80 Runenmacht, um die Runenmacht wieder zu verbrauchen. Ab 35% der Bossleben benutzen wir dann wieder den Seelenernter, um diesen Schaden mitzunehmen. Das Ganze war es dann fürs Single-Target. Im Multitarget brauchen wir auch nicht viel zu machen, außer dass wir immer die heulende Böe anstelle von Auslöschen benutzen. Außer wenn wir eine Tötungsmaschine-Proc haben, dann benutzen wir weiterhin Auslöschen. Außerdem lohnt es sich natürlich, dann siedendes Blut zu benutzen, um die Krankheiten zu verteilen. Ihr kennt das Spielchen mittlerweile. Neben der Rotation sind Cooldowns natürlich wichtig. Ich will jetzt mal auf drei Death-Cooldowns ja nicht so mal eingehen, denn auch als DD haben wir durchaus Death-Cooldowns, die ganz praktisch sein können. Hauptsächlich dafür da sind natürlich die Heiler zu entlasten. Und ich gehe nicht auf alle CDs ein, aber ich werde mal drei Beispiele nennen, wo die Reise so hingehen kann. Zum Beispiel die antimagische Hülle, die ist sehr praktisch natürlich bei Magieschaden. Andererseits kann man auch bei manchen Debuffs, klappt leider nicht bei allen, aber bei manchen geht es, dass man, wenn man kurz bevor der Debuff kommt, wenn man weiß, wann er kommt, vorausgesetzt natürlich, wenn man also kurz vorher diesen CD zieht, die antimagische Hülle, dann vermeidet man die Stacks in der Zeit, wo die aktiv ist, was natürlich sehr praktisch ist. Muss man vielleicht ein bisschen ausprobieren, bei welchen Debuffs geht und bei welchen nicht, aber wenn man ihn klug einsetzt, kann man da schon ziemlich viel Schaden einsparen. Die eisige Gegenwehr ist natürlich sehr stark und die hat eine relativ hohe Abklingzeit, das heißt, die müssen wir gut überlegt einsetzen, wenn wir also wissen, da kommt gleich eine Schadensspitze vom Boss, die sich natürlich dann nicht nur auf den Tank bezieht, sondern auf alle oder auf alle, die in der Nähe stehen, was wir als Melee ja dann sind, dass wir die dann gut getimt ziehen. Und den Todespakt sollte man möglichst als Notlösung nehmen, beziehungsweise man kann den auch gut einplanen, wenn man weiß, wann die Schadensspitzen kommen, dass man dann vielleicht das mit den Heilern abspricht und sagt, okay, bei der ersten Schadensspitze könnt ihr mich ruhig droppen lassen, ich kann mir eben dann 50% Leben wiedergeben. Halt lieber dann irgendwelche anderen. Aber ja, ist immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, finde ich, weil wenn mal was Unvorhergesehenes passiert, dann hat man den nicht mehr. Ich persönlich würde ihn immer als Notlösung nehmen, aber das kann jeder machen, wie er denn möchte. Und damit wären wir im Grunde genommen auch schon durch mit diesem Guide. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Schaut gerne mal auf der Webseite vorbei. Da gibt's dann auch noch ein bisschen was zum Gear, also die besten Slotliste. Praktisches Addon habe ich noch mit dabei. Und ansonsten, wie gesagt, wenn man was hier nicht verstanden hat, gerade bei der Rota, ist es immer so ein bisschen kompliziert, da mitzukommen, wenn das einer einem vorquatscht. Schaut da gerne vorbei, lasst mir Feedback da zu diesem Guide und empfehlt ihn gerne weiter, falls er euch geholfen hat. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und wenn ihr mögt, sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut da rein.